Hallo YouTube und willkommen zu einer weiteren Avorion. Mit dabei ist der liebe Vitis. Oh. Und wir sind wieder mit dabei, das letzte Artefakt zu holen. Wir müssen nämlich den letzten Energiesatelliten, muss ich gleich ansprechen, um ihn anzugreifen. Wir müssen allerdings erstmal unsere Schiffe in Stein hüllen. Ich euch ein paar. Postnote wird angegriffen? Warum wird es angegriffen? Warum wird Postnote angegriffen? Denken sich so, wenn ich den will, dann. Wo ist denn Postnord? Träger? Piraten in den Sektor. Dann geh doch, nächste. Postnord muss ich eben rausholen. Ich muss eben die ganze Flotte rausholen, wieso? Die Schicht Stein muss nicht dick sein, ne? Nein. Reicht auf 0,01. Ich muss gerade die ganzen Miner rausholen. Können gerade nicht weiter meinen, ne? Ist dann nur mal so. Da muss ich nachher neu einstellen. Das auch hier hin. Muss ich nachher neu einstellen, die Schiffe. Bevor die nachher zerstört werden, das ist sehr nicht gut. So, wir machen das auch ganz minimal. Ich habe hier vorne so einen Ansatz. Du kannst hier Steine aus jeglichem Material bauen. Aus welchem baust du? Damit ich nicht dasselbe nehme. Titan. Titan nimmst du? Dann nehme ich Trinium. Glas, Reflektor, Stein. Machen natürlich auch X, Y an. Was schon umhüllt? Was dabei? Ich glaube, ich mache das etwas anders. Ein riesen Steinklotz, weißt du? Ah, nee. Alter, das Update hat's ja voll verkackt. So. Die ist mittlerweile in 0,1er Schritten dadurch. Okay. Wenn du was skalierst. Kannst du ja. Will ich nicht. Böse. Was hast du heute gemacht? Ja, ich habe ein Raumschiff gebaut und das komplett mit Stein umhüllt. Respekt. Wie sowas geht? Bisschen tricky, ja, ich weiß. Nee, nicht tricky. Guck mal hier, ganz easy. Ja, deins, meinst schon gesehen? Nee, aber ich bin gleich fertig. Ah. Sind ein großer Stein, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich gleich fliegen kann, ist die Sache. Ich habe jetzt nur vorne jetzt gepanzert mit Steinen, ne? Hinten, der Arsch ist offen, damit ich überhaupt noch fliegen kann.
So. Ach, so viel wiegt der doch nicht. Hast du dich schon mal versucht zu bewegen als Stein? Nee. Mach mal. Nicht viel mit Reden. Gar nichts mit Reden. Stein ist so unheimlich schwer. Oh Mann. Ich baller jetzt ein paar Waffen einfach dran, ne? Mach mal. Einfach irgendwie dran, weißt du? Scheißegal was. Hauptsache es rockt. Denn nur für den Kampf jetzt. Keine Slots mehr. Ich wäre soweit. Kann mich zwar kaum bewegen, aber... Ich kann auch versuchen, ein paar Korrekturdüsen reinzubauen, aber... Kostet so viel Kohle, ne? Bringt halt kaum was. Korrekturdüsen. Ja. Lässt man's da halt weg. Also ein paar kriegt der, aber... So, Ende. Mehr kriegst du nicht. Macht sich bemerkbar? Nö. Kann mich kaum bewegen, ne? Ich weiß nicht mal, ob das wirklich so nötig ist. Wie lange brauchst du noch? Nicht mehr so lange. Bin fast fertig. Ja, ich seh's. Aber bei mir. Du musst dich nicht ganz einhüllen. Wenn du etwas frei lässt, kannst du dich auch noch ein bisschen bewegen. Wenn du dich ganz zumachst, bewegst du dich kein Stück mehr. Problem ist, wenn das nicht der letzte Satellit ist, ne? Soll er erstmal alle wieder zurückbauen. Hallo, was machst du? Ich bereite mich auf den Boss vor, der mit Blitzen angreift, damit ich komplett immun gegen bin. Das mache ich nämlich gerade. Zotan können mal eben nur durchfliegen. Ich möchte nicht unbedingt mit so einem schweren Schiff anlocken. Mich? Nee, macht keinen Spaß. Glaub mal, wenn du fertig bist mit dem Bauen, dann. Ja, Energieforschungssatellit. Genau der. Ich weiß nämlich nicht, ob mein Schiff sonst stark genug wäre dagegen. Einfach nur vorsichtshalber. Dieses, du bist fertig, oder? Ja, du bist fertig. Mehr oder weniger. Du brauchst nicht ganz zu sein, du bewegst dich sonst gar nicht mehr. Guck mal, ob du dich noch bewegen kannst. Hilft dich sofort aus. Ich kann mich wenigstens nur etwas bewegen, also. Ja, ich kann mich noch bewegen. Guck mal, ich flieg vorwärts. Wir sind Steine. Okay, warte, ich glaube, ich muss was loswerden. Hast du Waffen dran gebaut? Noch nicht, ich muss was ganz anderes tun.
Deine Jäger können nicht starten, weil Hangar-Ausgänge von anderen Blöcken versperrt sind. Das ist nicht mehr schön. Ist okay, heul nicht. Ja, heul leise schon teil. Onikron, wie viel habt ihr? 6,6k habe ich an Onikron. Also normal hatte ich das eben. Aber das ist ja jetzt eine kurze Geschichte mit dem Steinschiff. Also wir brauchen das Artefakt ja nur einmal. Später, wenn wir nachher größere Schiffe haben mit Avorion und allem drum und dran, ist es kein Problem. Sagen wir so, ich habe den wahnwitzig besiegt und das ist ja auch sehr schnell. Da war mein Schiff noch deutlich kleiner. Guck mal, ich bewege mich. Waffen dran? Nein, ich habe erstmal noch was an meiner Beweglichkeit getan. Ah! Und? Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Eine Lösung für viel. Müsste klappen, ja. Klappen tut's auf jeden Fall jetzt. Mit zwei Schiffen hier auf jeden Fall. Ein viel größeres Problem. Waffen, bau doch irgendwelche dran, das ist scheißegal wo. Ja, ich kann aber nur Titanwaffen anbauen. Da musst du seine Frontplatte gegen eine. Radionplatte austauschen. Kannst du ja. Du kannst ja austauschen, Stein. Wie? Unter dem Baumenü, da selbst. Ach, halt da war was. Block umwandeln. Block umwandeln, ja, da wandelst du deine vordere Platte um. Fertig. Mal gucken, ob ich Integrität drin habe. Wegen Unintegrität, das wäre dann ein bisschen bitter. Ich mir das Ding so viel weggeschossen. Hätte nicht gegeben. Steinplatten meinst du? Bei den Steinplatten dran, ja. Okay, das macht Sinn. Macht Sinn, das ist bei. Sag mal kurz. Kurz. Ja. Wie bei dieser einen Switch Reloaded. War das nochmal? So, Integrität ist gegeben. Komplette Steinhöhle. Wie heißen die Dinger nochmal, die da Integrität geben? Integritätsgenerator. Felsfeld. Integritätsfeldgenerator, hier war es doch. Ja, schön. Alles weg hier in der Ecke. Ist morgen Gewichte, oder? Ja, stimmt, Gewichte. Ja, stimmt, Gewichte. Oh. Schilde hatte 12k Schilde, ein Schuss und dann die waren weg, okay. Boah. Kann man auch machen. Richtig heftiger Durchzug. Hat mich kalt, also. Ich meine nicht warm. Ist fertig jetzt, wie das. Hast ein paar Waffen dran. Einfach oh, reinklatschen. Einfach reinklatschen. Tue ich gerade.
Kann ich ja schon mal ansprechen, oder? Kurz vor der Mitte, so wie es aussieht. Meine Waffen waren aber gut. Ach, sorry. Ach, hey. So, können wir jetzt den Eintrag machen? Ja. Mann, Mann, Mann. Nicht mittlerweile. Weiter. Deutlich Energie, nicht zerstören. Nicht angreifen. Ich schieß ja nicht auf das Ding, ich hab einfach so durchgeballert. Nochmal, ich schieße nochmal drauf. Okay, er ist da. Es war ein Versehen. Lese ich das nicht zu durch, ich mache den jetzt einfach platt. Wir machen den jetzt einfach platt und dann ist gut. Müssen wir nicht irgendwie so Steine drumherum kaputt schießen? Nein. Nur ihn? Nur ihn. Mein Schildobjekt, 80... 30? 80-55 war das Boss. Ey, 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 der leidet. Macht doch kaum Schaden, ne? Mit Omikron-Schaden habe ich den. Es reicht auf jeden Fall, ihn zu besiegen. Und Peng! Peng, wir endlich haben wir den letzten besiegt. Dann kann ich ja alles um mein Schiff rum wieder verkaufen. Ja. Ach, hier sammeln wir ja gerade das Artefakt ein und dann mache ich nämlich gleich das genau dasselbe. Einfach mal schön entfernen drücken. Besser? Erstmal gesicherten Modus aus und dann einfach hin und in. Jetzt warten, bis es geladen hat. Hier verschwindet das sogar. Komisch. Ich weiß, wir hätten es nicht gebraucht, jetzt so viel, dass wir eine Steinhöhle gebaut hätten. Wir hätten nicht mal unser Schild durchdrungen. Ja, besser vorsichtig als nachsichtig. Besser ist das. Srilox, nein, das ist noch nicht der offizielle Server, das ist tatsächlich noch die YouTube-Aufnahme, wenn wir in die Mitte kommen. Es ist nämlich schon 3 Wochen passiert, wo wir nichts aufgenommen haben und das ist die zweite Folge, die wir gerade aufgenommen haben. Ich finde es schön, dass du wieder mit dabei bist. So, das war der Boss. Wir haben alle Artefakte. Das heißt, du brauchst jetzt ein Schiff für die Artefakte. Nein, wir müssen erstmal finden, wo wir die Artefakte verwenden können. Gott. So viel lustiger. Wir müssen jetzt erstmal an Rand der Galaxie was finden, wo 8 solche Asteroiden sind, die man auch aussehen könnte, dass man einnehmen könnte. Und dann jeweils vor jedem ein Schiff platzieren mit jeweils ein Artefakt. Da haben wir sonst nichts zu tun. Mhm.
Ding hat geschossen, aber keine Ahnung, ob es nicht einfach der Kloausgang war. Und sich die Schilde nach unten geekelt hat. stimmt, wir müssen offen wieder. Nicht wie, das hast du schon gemacht. Schon bei, ne? Dabei. Du hast mit besten Waffen schon wieder weg. Nein. Komm ich denn da drauf, ne? Würde ich doch nie tun. Ja, deswegen. Komm ich denn da drauf? So gute Waffen haben wir ja noch nicht. Hauptsache meine ganzen Militärplattformen, die ich hier habe, also mein zum Plattformbasen sind alle aus Minium halt. Bitte. Ja, gilt auch noch für fast alles die richtige Plattform. So, Point Defense brauche ich auch noch, bitte. Ein Point Defense. Zweites Point Defense. Hier EOA ganz vorne dran machen. Und zwar nicht nur das Nonplus Ultra, aber. Mehr erwarte ich teilweise auch von den Dingern nicht. Das Relux. Ich meine vorhin die Zahl. Was? Ja, Chat. Und sich die Schilde nach. Hab ja auch nur einen kleinen Chat, so sind. Ja, froh, dass sie da sind, die Jungen. Boom. Den Schaden mache ich. Ich habe gar nicht so eine hohe Feuerkraft. Einer der neuen Busse. Ich dachte, das Anfangsding mit den Artefakten, wo man keine Besatzung mehr braucht. Ja, das ist auch geil. Also keine Besatzung in dem Sinne für Jäger und. So, jetzt muss ich ja. Müssen wir an den Rand der Galaxie wieder, sagst du. Ja, wie viele Waffen wir hier haben, Alter. Flakgeschütze. Einfach mal welche Flakgeschütze anbringen, weißt du? Na, spring mal weg. War minimal gemerkt. Oh. Ja, wachrütteln wollte ich dich. Minimal gemerkt erst. Alter. Oben. Habe ich noch Slots frei? Zwei Stück. Weil wie viel Damage die machen hier. Weil ich habe doppelt, die kann ich dann direkt platzieren. Die KI. Gefunden? Ja. Nervig, ja. Stirbkartoffel. Stirbkartoffel. Boi. Eben nicht. Kampfwaffen und jetzt erstmal wieder gruppieren. Praktisch. Drei. Eins.
1 und Elgans kommen. Du hast KI gefunden. Ja. Stark an Rand der Galaxie? Gar nicht an Rand der Galaxie. War auf dem Weg zum Rand der Galaxie. Nicht so weit springen? Nein, da ist ein Graben zwischen. Das ist der Rand der Galaxie. Das ist der Rand der Mitte. Ach, am Rand der Mitte sollen wir. Ich dachte am ganz äußeren Rand. Nein, am Rand der Mitte. Ja, dann sag das auch. Du hast am Rand der Galaxie. Die Galaxie ist am äußeren Bildschirm zu Ende. Wo findest du denn hier eine KI? Hab ich mir gerade gedacht. Oh Gott. Ich könnte mal gerne alle Stats anmachen im Baumenü, ja. Oder gehen die Stats auch? Ja, gehen die Stats auch? Hoffe ich mal. Feuerkraft ist noch nicht so das Optimalste, aber wenn wir in der Mitte sind, werden wir Waffen bauen. Dann wird das schon hier seine Wunschwaffen dran. Ich möchte 22 Millionen Omikron Schaden machen. Ich weiß nicht, wie ich auf die utopische Zahl komme, aber es wäre doch mal cool. Ja. Letzten Boss im Game gewonnen-hittet und was hast du so? Gewonnen-hittet, ja, das können Sphinx und ich ein. Ich von singen. Wenn er sich teilt, gibt es Todgeweihten. Ne, Torpedowellen, ja. Wenn er sich teilt. Ja. Wenn er sich wer teilt. KI jetzt, oder? Weißt du noch die Hardcore-Mod-Server, wo wir irgendwie 30 Millionen Onikron mit den Railguns hatten? Ja, weiß ich. Das weiß ich noch. Das war geil. Wie, das habe ich auch schon mal erzählt, ne? Ja. Ah, dafür willst du die Turrets, ja? Natürlich will ich die Turrets. So, jetzt heißt es, die gelben Signale an den Rand der Galaxie abfliegen. Da vielleicht das auch finden. Ich weiß, ich hab's bisher noch nie wirklich gesucht gehabt, weil meistens, also das letzte Mal war das Trilox, der es für mich gemacht hat. Und sonst die anderen Leute, die das mir gemacht haben, die haben mir dann immer Avorion gegeben. Da kam ich mal so über die Mitte drüber, da brauche ich das nicht machen. Ich glaube, dass da irgendwo da an den Rand das wieder suchen. Aber YouTube, nichtsdestotrotz, nee. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben den Boss besiegt. Wir suchen jetzt die Steine, die uns in die Mitte führen. Und bis dahin sage ich dann. Ciao und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst doch ein Like, lasst doch ein Abo da. Dann ciao, euer Boss. Bis... Was hast du gefunden? Die Steine. Jetzt echt? Ja. Fliege ich erstmal noch direkt hin, ne? Du hast die Steine echt gefunden? Ja. Oh Mann. Erstmal hin da, oder? Dann moderiere ich mal nicht weiter ab. Bleib dran. Das kam jetzt so schön. Ich spring gerade in den nächsten Sektor und denke mir so, ha, gefunden. Ich komme da gar nicht dran, da wo du jetzt gerade bist. Waren zwei Sprünge. Ich weiß, dass das schon, wo wir das letzte Mal gespielt haben, Srilux, schon einige Server her ist und Beat war da auch erst, aber hat nicht weitergespielt. Da hast du mich nachher durchgezogen und dann war fertig. Komm schon, harten Trigger mitten im Video. Oh, warte.
hart, hart, hart. Rein, rein, rein. Ich will da hinten, ich will da hinten. Und tschüss, wir hören uns im nächsten Video. Ich hab's gefunden. Was? Das kann doch nicht sein. Man hörte deine Abmoderation an, dass du sagen wolltest, ah, wir müssen uns auf eine lange Suche einstellen. Ja, ehrlich. Ich hab echt gedacht, dass wir uns noch auf eine lange Suche einstellen müssen. Das sind die Dinger, ja. Die haben sogar die Symbole von den Artefakten, die wir dran haben. Eben mal kurz gucken. Was für ein Artefakt hier drin? Ich habe ja eins drin. 3 und. Akt. Was passiert, wenn ich mich jetzt vor 3 stelle? Diese Leuchte droht. Warte, welche habe ich verbaut? Ich habe verbaut. Acht. Ja, 3 und 8 haben wir beide, glaube ich, verbaut, oder? Nee, ich habe nur 8 verbaut. Wo ist 8? Musst du gucken. Ja, ich würde das Symbol zu erkennen. Woran erkennt man den sein Symbol? Letztes Avorion-Video? Nein, wir ballern noch nicht direkt in die Mitte. Ich glaube, dann sind unsere Schritte down. Aber nicht. Oder wie ist es? Nee, besser nicht. Nee, da werden wir uns noch weiter vorbereiten. Und das werden noch bam, einige Folgen werden. Schiffe bauen. Vor allen Dingen Avorion-Schiffe. Neue Waffen bauen. Stopp! Du kommst immer noch nicht nach mehr den Chat zu lesen. Doch. Doch. Chat ist doch da. Da! Da ist das Chat. Oder wenn ihr den sehen wollt, da. 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 Ja, genau da. Ja, ich sehe ihn gerade nicht. Geht nicht um dein letztes Avorion-Video. Doch, da ist der Chat zu sehen, wenn du es aufnimmst. Frankie? Ja? Streck mal deinen rechten Arm nach oben. Nee, recht ist bei mir da. Höher? Höher? Ich habe ja mit Verzögerung. Okay, du kommst aus dem Bild raus. Dein Arm müsste ausgestreckt nach oben sein, dann würdest du den Chat berühren. Ich weiß. So. So, da oben ist das Set irgendwo. Ja, da. Jetzt zeigst du richtig. Ich weiß. Muss man erst üben. Okay, aber da muss ich jetzt doch mal endlich abmoderieren, denn wir sehen uns dann in der nächsten Folge über das Tor aktivieren. Das ist doch eine viel bessere Nachricht. Hallo? Nee, Arm unten lassen? Der Fettfleck darunter ist nicht unbedingt das Zuschaueranziehendste. Welcher Fettfleck? Der meint die Teller. Welche Teller? Ich hab große Hände, große Arme. Ich bin ein stabiler, stattlicher Mann. Obwohl, das ist tatsächlich nur ein Stück von deinem Hemd, von der Farbe, also. Ja, das ist wirklich so ein zwei. Bei 3 Farben sind. Und nicht so trotz, lasst ein Like, lasst ein Abo da, denn wir sind jetzt gut motiviert. Bis dann, ciao. Mal sehen.